Willkommen zu einer neuen Runde Ranked 2.0. Heute als Ash. Ja, im letzten Video schon gesagt, kommt heute noch ein neuer Charakter und das ist Ash. Gut, gehen wir schnell die Teams durch, so wie immer. Topology als Ceres. NTX 66. Ne, egal. Barry als Barrick. Edgiga als Drogos. Kabobo als Torwald. Und Yuri Boyak als Androssus. Supreme Empire als Bomb King, Edutor als Makoa, Shadow of the Craft als Maeve, Gylikos als Grover, Single Heal, okay, und ich, zu guter Letzt, als Ash. Ja, ihr habt gesehen, Solo Grover Heal. Ich dachte mir, Bro, dich könnte jetzt ein wenig hart werden. Und was soll ich sagen? Hart ist untertrieben. Aber wird auf jeden Fall interessant, das kann ich schon mal versprechen. So. Ich habe schon einen Trailer, was ist ein Trailer, im Vorspann gesehen, ne? Ash Level 7. Nicht gerade ein Tank, ja, auch Tank. Aber nicht gerade ein Charakter, den ich häufig spiele. Aber auf jeden Fall würde ich diesen Drohos gerne mal treffen. Aber ich bin gerade zu blöd dazu, so jetzt. Ist hier gerade irgendwie im Spectator-Mode für das ein bisschen komisch dargestellt. Aber vielleicht wähle ich mir das auch nur ein. So, jetzt nehmen wir vielleicht mal die Maus hier weg. Die stört ja ein bisschen. Oh, weg mit dem Turm. Das Gute ist, dieser Barrick hat irgendwie ein komisches Loadout. Ich konnte nämlich mit meinen Schüssen die Türme die ganze Zeit two-hitten. Ja. Auf jeden Fall ziemlich geil. Wie Double Kill für Bomb King. Sehr schön. Holt sich Barrick und Androssus. Also dieses Ceres hier. Ich als Ash kann irgendwie gefühlt gar nichts gegen ihn machen. Wieso hat die denn so viel Leben die ganze Zeit? Oh, weg hier, weg hier, weg hier. In Low. Spring, es kam genau zur richtigen Zeit, Grover. Wunderbar, Gaze into the Abyss. Hier kommen die Ultis. Die Support-Ultis natürlich wie immer als erste. So, oh, er beruht the Dragon's Fury. Er findet keinen, er wollte Makoa. Findet ihn nicht, sondern stirbt. Ulti mit 0% zurückgesetzt. Kein Erfolg damit gefunden. Das ist übel. Oh, Androssus um die Ecke. Ja, das ist der Vorteil dieser Flakkanone. Und Barrick ist der Nächste, sehr gut. Aber Ceres, ist sie eigentlich überhaupt schon einmal gestorben? Ja, einmal jetzt, ne? Aber bisher hat sie sich gut gehalten. Aber hat er auch nicht viel gebracht. It's working! Nein, es ist nicht! CC immun! Nix worked hier. Tja, Torwald. Pech gehabt, würde ich mal sagen, ne? Wo will er denn hin hier? Sich hinter der Ecke verstecken. So wird das aber nix, du. So, Andro hinter uns. Und er kriegt ernsthaft Makoa. Nein, shit, in der letzten Sekunde rausgeholt. Da kann er noch abhauen. Ah, verdammt. Er war doch lowlife. Er war doch schon lowlife hinter uns. Zwei Leute. Weg hier. Shit. Barrick gerammt. Sehr gut. Grover mit dem Heal in letzter, ja, rechtzeitig auf jeden Fall. Wieder half life. So, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Hey, Grovy Bovi, danke für den erneuten Heal. So, was haben wir hier? Oh, groß. Ulti. Jo, los, wir ulten gegen. Das ist dann wohl ein klassischer Fail. Klassischer Fail. Na gut. Passiert. Passiert, passiert. Ach, kann man nichts machen. So, Androxus gegen Bomb King. Bomb King, was ist los mit dir? Ah, Barrick staubt ab, verflucht. Double Kill für Barrick. Maeve, zieh dich besser zurück. Du hast doch keine Chance gegen zwei Tanks. Was ist denn los? Barrick holt sich auch noch Grover. Der Mann geht gerade völlig ab. Okay, wir müssen auf jeden Fall weg hier. Oh, Torwald, du Wichser, warum rennst du denn mich rein? So, hier. Tschüss! Rückstoß. Ah, oh, das ist gut an Torwald, der kann mir nicht folgen. Und jetzt erstmal regenerieren. Jetzt erstmal regenerieren. Oder vielleicht den Drogos von hinten überraschen, das ist doch eine Idee. Sehr gut. Tschüss. Ah, verdammt. Wer ist denn da hinter uns? Ach, immer noch dieser Barrick. So, tschüss, Andro. Wir sehen uns dann mal. Bis bald. Und da ist er down. Irgendwo steht da noch ein Turm. Kann ich aber jetzt nichts gegen machen. Ist auch nicht wichtig. Barrick ist tot. Damit gehen auch seine Türme down. Oh, oh, oh. Das Leben ist low. Down. Double Kill für Drogos. Da kommt die Drogos Ulti. Bomb King Ulti. Er will sich Torwald holen. Mit Hilfe von Grover. Allerdings sind die beiden da eben nur noch zu zweit. Und ja, zwar stirbt Torwald, aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, Ceres verschwindet noch eine Ulti. Zwei Leute. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, Barrick.
Wir zwei haben jetzt einfach mal ein bisschen Spaß hier, ne? Diese Türme, ne? Ich weiß nicht, was mit dem Loadout von diesem Barrick los ist, ne? Also ich meine, der hat seine Türme am Gefühl überhaupt keine Lebenspunkte. Und dazu... Was? Keiner hat sich Barrick geholt, Leute! Was ist los mit euch? Wie konnte der überleben? Ja, keine Chance. Dazu holen hätte auch nicht wirklich viel Sinn ergeben. Ich meine, da waren nur zwei Leute. Der Rest war gerade erst respawned. Sie wären vielleicht nochmal zurückgekommen, aber... nee, ich glaube nicht. Bis dahin hätten sie dann auch Grover gekillt und dann wären wir da ohne Healer und so. Also, nein, keinen Sinn. Die Ulti heben uns für nächste Runde auf, wenn Tor... warum Torwald? Warum Torwald? Wenn Drogos wieder ultet, so. Was will ich denn labern hier? Ein Blick auf die Sets verrät uns, Grover outhealed Ceres bisher. Nicht übel, nicht übel. Schadenstechnisch liegt Drogos weit vorne. Weit auch vor Bomb King und mir. Danach kommt der ganze Rest von Team Blau und ja, irgendwie unser restliches Team, gerade Mev, so ein bisschen enttäuschen, ne? Und gerade Makoa, gerade mal 10.000 Schaden in 6 Minuten. Naja, ne? Naja. Klar, es ist Makoa. Makoa macht allgemein nicht viel Schaden. Aber naja, das ist irgendwie schon ein bisschen sehr wenig. So, Schuss, leider keinen vom Pferd geholt. Allerdings, Barrick will nach hinten. Was ist denn los mit dir, Barrick? Flankerick wieder back am Start. Mev, Bombking, hallo. Was ist los mit euch? Oh, gesilenced. Tschüss, Torwald, nerv mal nicht. So, komm, in 3 Leute reingeballert. Das muss doch jetzt mal was werden hier. Ah! Dieser Rückstoß, ne? Oh, oh, Barrick Ulti. Come on, let's fight, Drogos am Arsch mit deiner Ulti. Er findet noch Makoa, das darf doch nicht wahr sein. Ne, Grover. Egal, Makoa ist auch down. Bin alleine gegen alle hier. Ich muss weg. Zu spät. Keine Zeit mehr mit F irgendwas zu machen. Verdammt, verdammt, verdammt. Team Blau ist mal sowas von am Start. Jetzt müssen wir uns dringend wieder aufgruppieren. Okay, unsere Teammates, die arbeiten schon mal und holen sich Androxos. Der erste von Team Blau fällt. Der zweite von Team Blau fällt. Wir müssen da jetzt rauf, rauf. Oh, 75%, da hätten wir eigentlich noch Zeit gehabt, ne? Aber na gut. Drogos hinter uns. Drogos down. Hallo, Torwald. Auch du verpiest dich jetzt, bitte. Sehr gut. Tschüss. Death awaits you all. Aber, ich habe davon nichts abbekommen. Da steht nämlich geschützt. Und dann auch noch kommt der Spring. So ist da eben einer vorbeigeritten, oder nicht? Hm, komisch. Na doch, Barry von hinten. Weg mit dem Turm, weg mit dem Turm. Wir müssen den holen. Oh, 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 oh. Drogos bezieht wieder Position. Okay, ist der Biss. Scheißegal, jetzt die Immunität. Wo bin ich denn? Lol, irgendwie im Vorbeigehen gekillt. Auch gut. So. Hallo, Drogos. Du willst uns flankieren oder du willst hinter uns bleiben? Das ist aber sehr tödlich. Der Ceres hier ist zu stark. Aber Torwald ist doch down. Torwald, Torwald. Sehr gut. Jetzt holen wir uns diesen Drogos. Jetzt holen wir ihn uns. Yes, yes. Andro hinter uns. Wo ist er hin? Da. Kaum noch Lebenspunkte, kaum noch Lebenspunkte, aber das Ding eingenommen. Verflucht. Andro entkommt mit ungefähr einem Lebenspunkt. Shit. Double Kill für ihn. Aber der Punkt gehört uns und somit auch endgültig Ausbrenner 3. Jetzt sind diese Ceres Heals endgültig am Arsch. Sieht es nicht im Gegnerteam aus? Da haben nur einen einzigen Ausbrenner. Ja, kein Wunder, dass Grover hier so frei ist. Ich glaube, da habe ich kurz was an einen Mate von uns geschrieben. Ja, ich glaube irgendwie Bombking oder so. Oder Makoa, wer war es? Ich weiß es nicht genau. Ist alleine in 5 Gegner reingerannt. Da dachte ich mir auch so, yo. So, tschüss. Double Kill von Mev hat auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen was für uns weggeschafft. Warum ist dieser Typ so schnell? Was geht denn mit Torwald ab? Der ist auf Speed. It's working. Es ist überhaupt nicht working. Sag mal, Torwald, lernst du denn überhaupt nichts? Ja, I have so much left to learn. Das sehe ich aber genauso, du. Alter Schwede. Oh Mann, der Rückstoß. Oh shit. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss weg hier. Verdammt, diese Wichser müssen auch immer in mich reinlaufen, ne? Zu blöd. 3 Kills. Können wir nichts machen. 4 Kills. Grover ist der letzte. So, jetzt ist mal ein paar Items. Und zwar... Verjüngung und Belastbarkeit. Der Rückstoß geht mir in diesem Game gewaltig auf den Sack. Und deswegen tun wir jetzt was dagegen.
Oh, da kommt doch jetzt einer um die Ecke, ne? Ja, ja, ja. Perfekt. Erster Down. Barracks wird der nächste sein. Was macht denn Torwart hier? Was? Ja, das übrigens, falls ihr gedacht habt, was zum Teufel hat er denn da gemacht? Muss ich sagen, ich erinnere mich an die Szene sogar. Das war F, ich bin angeblich irgendwie in eine Wand gerannt und auf einmal war ich da drin. Also es hat geleckt, ne? Das Übliche kennt man ja von High Risk. Ja, Spring has come, sehr schön, aber da ist immer noch ein Oberst. Ja, der ist weg, der ist weg. Hi Torwald. Tschüss Torwald. Sehr gut, sehr gut. In der Schildaufladefunktion hat er ihn gehuckt und dadurch ist natürlich alles weg. So, Andrew, ich weiß genau, wo du hinter uns bist. Aber er ist zu low, um hier irgendwas zu machen. Und er kann nicht regenerieren, weil er immer wieder durch meine Um-die-Ecke-Schüsse Schaden kriegt. Ey, ey, ey. Und vor allem rechnet er vielleicht auch damit, dass der Mee-Free-Spawn kommt. Tschüss. Das war's mit Rogos. Keine Feuerspucke. Er konnte sie nicht mehr treffen. Das ist sehr gut. Tschüss. Oh, Torwald fliegt um die halbe Map. Barrick, haut ab. Kriegt das Torwald-Schild und entkommt dadurch. Das gibt's doch nicht. Meef kämpft immer noch mit Androxus. Und bekommt ihn. Sehr, sehr schön. Ey, dieses Schild, das dauert so lange, ne? Und dann kommt auch noch der Seris hier. Verflucht. So. Rogos verkämpft sich da oben. Los, müssen hochschießen. Der darf sich da oben bloß nicht zu sicher fühlen, ne? Der darf sich da nicht zu sicher fühlen. Was macht denn Androxus da? Come on, let's fight. Scheiß mal auf die Ulti, Rogos. Er holt sich Meef. Das ist aber eine verschwendende Ulti. Zwei Tanks und er holt sich Meef. Wir müssen das doch jetzt mal hier durchpushen. Was ist los? It's working! Und es works tatsächlich! Der Rückstoß reicht aus. Die Overtime innerhalb einer Millisekunde vorbei. So ein Dreck, ne? So ein Dreck. Das darf doch nicht wahr sein. 2:2. Nach 12 Minuten. Werfen wir einen Blick auf die Statistiken und wir sehen, Grover rastet völlig aus. 139.000 Heilung nach 12 Minuten als Grover. Wahnsinn. Unglaublich. Schadenstechnisch habe ich Bombking inzwischen überholt. Bombking, was ist los mit dir, mein Freund? 71.000 Schaden. 127.000 bei Drogos, aber der ist auch ziemlich frei. Also der kann eigentlich quasi machen, was er will, denn ja, Meef ist gegen ein Drogos der größte Witzflank nach Sky. So. Wie sieht es hier nicht aus? Ah, wir sehen, die merken auch schon so, der Grover, der hielt ja doch ein bisschen, ne? Holen wir uns doch mal Ausbrenner. Aber wenn das mal nicht zu schwer. Was zum Teufel? Hallo, Andro. Na, den werden wir schon kriegen. Oh, 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 oh. Ja, mit seinem scheiß Reversal, da bin ich natürlich ein super leichtes Ziel für ihn. Death awaits you all. Shit, shit, shit. Double Kill für Androxus. Und schon wieder diese Türme hinter uns, ne? Das ist unglaublich. So, bye, bye. Ich hab keinen Bock auf dich. So, ich hau mal ab. Da ziehen wir uns lieber zurück. Ich bin als einziger übrig, da muss ich warten lieber auf meine Mates. Obwohl, ich könnte auch lieber da vorne warten, das ist ein bisschen schlauer, oder? Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. You play with fire! Andro, was wird das? Was wird das, Andro, huh? Was denkst du, wer du bist? Tschüss. 87%, 90, hallo, du bist aber rauf, Leute! Schnell! Schnell! 96%, das war knapp. Torwald in den Gegner rein, down! Jetzt Seris, aber da ist auch noch Barrick schon wieder hinter uns. Und Drogos, wer ist da eigentlich alles hinter uns? Okay, abhauen, abhauen. Oh, scheiße, das dauert viel zu lange. Warum dauert das so lange? Das darf doch nicht wahr sein. Meef down. Oh, das wird ein Punkt für das blaue Team. Makoa ist zurück. Und Uldit. Aber Double Kill für Androxus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Grover gibt sein Bestes. Feuert er die Äxte raus. Makoa fast down. Ja, keine Chance. Keine Chance. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Dann noch dieser leichte Rückstoß, auch wenn ich Belastbarkeit 3 habe, Rückstoß ist Rückstoß. Interessante Ulti von Torwald. Die holt the Dragon's Fury, aber scheiß drauf! Vorher gekillt. So, das war Seris. Jetzt kommt Torwald. Ja, hier wird nicht abgehauen. Barrick! Alter Kumpel, Mann, wie geht's denn so? Lang nicht mehr gesehen. Was geht denn mit dir, Andro? Was denkst du denn, wer du bist? Warum ist der Typ eigentlich so schnell? So, egal. Wir stehen jetzt einfach mal rum. Klar, wir können jetzt nicht wirklich Kills machen. Aber wir machen einfach Schaden. So muss es auch. Einfach mal die Leute aufhalten. Müssen nicht direkt wieder hier durchpushen. Wunderbar. Das hätten wir. Andro, hi.
Kümmern wir uns vielleicht über um Seraph, der einfach so steht. Ja, Gaze und Tizia, bist nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Tschüss. Die lernen einfach nicht dazu, dass ich CC-Moon bin. Nur. Lernen sie nicht dazu. So, Torwald, ey, das ist ein Nervcharakter, ne? Also als Ash hast du gegen Torwald wirklich harte Karten, ne? Mein Schild ist zu langsam, ja. Mein Schild ist zu langsam. Das muss doch schneller gehen. Okay, um die Ecke schießen bringt offenbar nichts. Keiner da. Braucht mal Heilung. Leider ist Grover tot. Also ein bisschen regenerieren. Ah, da ist die Heilung. Oh, oh. Tschüss, Torwald. Warum sage ich zu groß eigentlich die ganze Zeit Torwald? Ich verstehe es nicht. Die haben nichts gemeinsam, die Leute. Die haben nichts gemeinsam, ne? Andro, Andro. Komm her. Wo bist du hin? Da. Ey, ich wollte ihn runterstoßen. Guck mal, du... Das ist nicht sehr teamfähig hier. It's working. It's worked nicht. Er lernt es nicht. Er lernt es einfach nicht. Der Torwald ist übrigens auch wieder so ein Witzbold, dieses schrottlegendäre Spiel. Gleichstrom, ne? Ich verstehe es nicht. Die Leute spielen... So viele von denen spielen diese scheiß Ulti, ne? Und, Ulti sag ich schon. Legendäre, ne? Es will mir nicht in den Kopf, warum. Weil die ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Feldstudie ist wirklich die einzige Legendäre, die Grover, Torwald gut macht. Ja, Grover ultet hier, ne? Groves hätten wir. Also ihr Hauptdamager. Ihr mit Abstand Hauptdamager ist schon mal down. Nächster ist Torwald. Jetzt kommt Andro. Ah, Rückschuss hat nicht gezählt. Verflucht. Erneuter Hook. Down. Schon wieder Gaze into the Abyss und schon wieder bringt's nichts. Okay, doch. Bomb King geht down. Groves ist respawned. Kassiert aber sofort Schaden. Und ist down. Tschüss, Torwald. Ja, da wollte ich irgendwie noch irgendwie dann wegstoßen. Hat nicht ganz geklappt. Aber naja. Ne? 3 zu 3. Entscheidender Punkt. Wir haben zweimal eingenommen, die einmal. Wird eng. Heilungstechnisch. Kratzt Grover bereits in den 200.000. Zukünftiger Schaden haben inzwischen 3 Leute über 100.000. Drogos mit Wahnsinnszahlen. Absoluten Wahnsinnszahlen. Und ja. Bomb King wurde inzwischen abgehängt. Also ich 105.000. 102.000 Barrick. Die Tanks sind auch dabei. Makoa immer noch abgeschlagen letzter. Also was Schaden angeht, ist das hier definitiv fast schon ein Ash Carry. Ein Ash Carry, Leute. Erlebt man auch nicht alle Tage. So, Meisterreiter 2 inzwischen. Das heißt, der Punkt, da bin ich schnell da. So, jetzt heißt es einfach richtig hart die Gegner wegdrängen. So, tschüss, Rückstoß. Ihr geht da jetzt hin. Danke, Grover, hier, dass du mitgekommen bist. Es worked immer noch nicht. Er will's nicht lernen, ne? Er lernt es auch noch nicht. Er probiert es zum, ich weiß nicht, 4., 5. Mal und merkt immer noch nicht, dass es nicht worked. Oh, scheiße, Barrick leckt aus. Was für ein Rotz. Ausreden, im finalen Punkt muss der Typ leggen. Aber da darf man keine Gnade zeigen. Auch wenn er leckt, naja, Pech, ne? Es ist ja er, der leckt und nicht der Server. Also hat er selber Schuld. So, zurückdrängen. Hallo, Drogos, wie geht's? So, was willst du machen? Na, was willst du machen? Er will ulten, oder dann ulten wir eben zurück. Und der Sieg ist da. Moment, was ist denn mit dem Bomb King los? Was ist denn mit dem los? Guck mal. What the fuck? Das war ein sehr interessanter Bug. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Bug. Und die Statistiken, kommen die heute nochmal? Ja, sehr schön. 178.000 Schaden für Drogos. Wahnsinn. Und hier sehen wir die Stats. Und die sind krass. 19, 7, 24. 19 Kills. Nicht mal zweistellig gestorben. 24 Assists. Insgesamt ein 43-7. 113.000 Schaden. Das war ein Hardcore-Ash-Game. Aber wirklich. Ja. Scheiße natürlich, dass am Ende Ausreden der Barrick auslegen musste da. Das ist einfach richtig scheiße. Aber. Tja. Gerade ich merke das ja auch immer. Ich bin ja auch jemand, der leider nicht das stabilste Internet hat. Was man aber wirklich einmal richtig nochmal lobend erwähnen muss, ist die Leistung von Gylikus. 202.000 Heilung als Grover. Das ist mit Abstand
die beste Grover-Heal-Leistung, die ich jemals gesehen habe. Und ich spiele schon ein bisschen Paladins. Seit ein paar Tagen. Und was ist das denn? Ist das neu? ESDT? Was ist das? Achso, erster Sieg des Tages. Ah. Ja, aber wirklich 201.000 Heilung. 202.000 Heilung. Wahnsinnswerte. Also wenn ihr mal auf einen Gyllikus trefft, ne, Leute, lasst den euch heilen. Das funktioniert. Das funktioniert. Das war's von dem Video. Im nächsten Video wird es wieder einen Charakter geben, den wir schon hatten. Aber noch nicht häufig. Aber, boah, lasst euch überraschen. Bis dahin, Leute. Ciao.